Hoppla! Ich hoffe, mein brillanter Geist weiß, was er da tut. Tja, für irgendwas werden wir den schon brauchen. So, Gwendolins Turm, da ist ein Spiegel. So, wir haben jetzt eine große Schöpfkelle, Kirschen haben wir dabei, irgendein Flankenkundebuch, wofür wir es auch immer brauchen werden. Eine feine Gerätschaft, um das Essen der Königin direkt an den Thron heranzufahren. Mal gucken, vielleicht können wir hier vorne irgendwas mitnehmen. Das ist eigentlich eine Hamsterklappe, okay. Aber... Ein so imposanter Paladin wie ich passt doch niemals durch so eine winzige Klappe. Ja, du nicht, aber vielleicht ein Hamster. Gibt's hier sonst noch was? Thron, Saltür, Hamsterklappe? Nee, sonst gibt's hier nicht weiter. Okay, gehen wir mal wieder zum Thron. Ach, hier ist der Essenslift. Ja. Ja, der Lift ist etwas zu... Ja. So, können wir hinter mit dem Hamsterlaufrad das da reinlegen? Wofür, weiß ich noch nicht, aber egal. So, mal gucken, ob wir mit. So, wir haben jetzt hier Feuerholz liegt hier rum. Ein fettes Nagetier ist hier abgebildet. Ein verfressener, schlafender Hamster. Eigentlich bräuchte ich nur noch ein Brötchen und etwas Senf. Achso, wir müssen das da irgendwie ein raus. Ein kleines Schlösschen. Soll das eine minderwertige Miniatur meines prachtvollen Heimes sein? Müssen wir den Hamster da irgendwie rauskriegen, oder was? Pendeluhr benutzen? Achso, das ist einfach nur zum Tür öffnen und Türen zuschließen, okay. Küchentür, mal gucken, ist der Koch wieder da, oder? Hier haben wir ein Häufchen Asche. Ach, Kuchenform nehmen wir mit, okay. Wieso denn? Weiß ich nicht. Versuch was wert. Ach, Tobaskosoße könnten wir schon draufschmieren, okay. Nimm halbmondförmige Kuchenform. Nehmen wir natürlich, nehmen wir die dann auch mit. Wofür weiß ich noch nicht, aber egal. So, Kühlkammer. Oh, der Fisch. Da ist er also abgeblieben. Ja, würde ich mal so sagen. Schiebe Koch on the Rocks. So kann ich ihn nicht schieben, dafür ist er zu schwer. Okay. Ja, wie mit Tabasco-Soße. Okay, Tabasco-Soße hilft da nicht. Eine runde Kuchenform, dann nehmen wir die auch noch mit. So, gucken wir mal, was kann Lilly denn hier draußen machen? So, Hängematte ist hier nicht. Was haben wir hier? Gartenschlauch. Auch was die Klee nicht alles mitnehmen kann, das ist ja Wahnsinn. So, eine kaputte Hängematte. Was ist kaputt gegangen, nachdem wir Sevilla... Nimm lose Schnüre. Die nehmen wir natürlich mit.
Wofür auch immer. Das ist eine tolle Idee. Ein schlauchgeknotetes Seil. Besser nicht. Das mache ich nicht. Warum nicht? Wäre doch mal eine Idee. Ein See, direkt an der Schlossmauer. Ich möchte nicht wissen, was hier jedes Jahr für Wasserschäden und Schimmelbekämpfung ausgegeben wird. Ja, ich auch nicht. Huhu. Ein begrünter Torbogen. Was hat denn sowas in meinem Schloss verloren? Mecker, mecker, mecker. Irgendwie vermisse ich Sivils Kommentare. Ich auch. So, hier ist ein gespanntes Seil. Kommen wir da irgendwie damit hoch? Nein. Das war jetzt mal eindeutig. So, da können wir nochmal davor. So, hier gibt es erstmal nichts. Gehe zu Brunnen. Tun wir das einfach mal. Ein Haufen Eicheln. Ich hoffe nicht, dass ich das Wort zensieren muss. Ja, das wird funktionieren. So, dann könnten wir in den Brunnen hinabsteigen oder wir gehen erstmal die Treppe hoch und gucken uns da um. So, hier sind Kisten. Fahnenmast. An dem Fahnenmast könnte man bestimmt etwas aufhängen. Ja, aber wir haben noch nichts. Dann gehen wir erstmal wieder hier hinab. Ach ja, das kennen wir auch noch. Gehen wir erstmal zur Folterkammer. Dabei handelt es sich um ein Musikapparat. Allerdings sagen mir die Musiker gar nichts. Hansi Vorderseer, Karl Oink, Roland König, Florian Kupfereisen. Es ist besser, wenn ich nicht weiß, wer das alles ist. Ach ja. Was? Wo sind die ganzen? Dann nehmen wir uns halt das Tuch mit. Ich glaube, hier könnte man einen Hebel hineinstecken. Deine Schleuder? Nein. Warum auch? Wir wissen ja, was da reinkommt. So, jetzt haben wir eine weiße Flagge. Können wir die Flagge da aufhängen? Da hängt ein Skelett an der Decke. Ach, die haben sich hier zwei Dosen hintergemacht, die wie hieß das Ding? Hier diese zum Telefonieren die Dinger. So, stellen den Brunnen herab. Nee, Treppe hoch. So, gespannt. So, da können wir eine Flagge garantiert hochhauen. Smiley, ich kann meine Beine nicht sehen. Weil dein riesiger Bauch im Weg ist, du Dummkopf. Ach ja, stimmt. Ach ja. Herrlich. Die Räder des Speisewagens. Können wir die mitnehmen? Oh, Brutalität. So, jetzt haben wir auch noch Räder. Das lasse ich lieber. So, können wir mit der Flagge irgendwas machen, hier was draufmalen. Könnte schief gehen. Das würde doch nichts machen. Selbst meine überragenden handwerklichen... Ja. Mein brillanter Geist... Also man kann kein Buch der Flaggenkunde mit einer Flagge ver... okay. Ich schrecke ja vor nichts zurück. Vielleicht können wir aber auch die... Kelle... als Pendel benutzen für die Uhr.
So ist es. Nee, in den Lift muss noch nicht steigen. Benutze die Kurbel. So, nimm die große Schöpfkelle. Na, na bitte. Sie tickt wieder, auch wenn das Pendel etwas unkonventionell ist. Passt doch, so. Vielleicht können wir jetzt den Na eben, da ist ja der Hamster um. Ach, da brauchen wir die Kirschen wahrscheinlich. Aha, dieser übergewichtige Hamster hat sich aus seinem Schloss bequemt. Offensichtlich beeindruckt ihn der Mittagsschlag der Uhr. Okay, gehen wir wieder zurück. Brauchen wir die Kirschen? Dann wollen wir doch mal, ja, holen wir uns noch schnell die Kirschen. So. Aber das geht doch. Ein oh. Teppich in der Form einer. Mir wird Ja, mir auch. Was sollte das nutzen? Lieber nicht. Das lasse ich lieber. Also wir müssen irgendwie an den Hamster rankommen. Wieso denn? Besser nicht. Nein. Warum nicht? Solltest du jetzt nicht machen, jetzt Spur stellen. Ach verdammt, war nicht schnell genug. Beziehungsweise war ich nicht schnell genug. So, stellen wir nochmal die Uhr. Und zwar halt, nein. Achso, jetzt zurück nur auch wieder nicht. Ach verdammt. Oh, sollte ja gleich wieder rauskommen. Oder? Na gut, warten wir die paar Sekunden ab. Die es noch dauert. Bis dahin, bis gleich. Ich taufe dich hiermit auf den Namen Pavlov. Mal sehen, ob noch Brötchen da sind. So, damit hätten wir den fetten Hamster auch noch. So, hätten wir hier unten eigentlich alles erledigt, oder? Wir haben den fetten Hamster, Tüte Speisalz. Abgesperrt. Ja, unglaublich abgesperrt, ja. Können wir in den Aufzug reinsteigen?
Ja, Tatsache. Oh, das hat sich etwas merkwürdig angehört. Vielleicht habe ich zu viel meiner beeindruckenden Körperkraft eingesetzt. Autsch! Dieser grobschlächtige Idiot dort oben hat offenbar etwas kaputt gemacht. Wenn ich den in die Finger bekomme. Ich glaube, damit habe ich alle Sturzmöglichkeiten im Schloss ausgenutzt. Okay. Hat er jetzt irgendwas mitgenommen davon? Nee. Ich werde mich hier...